So, Freunde, wir gingen auch ganz verlernt. Ich weiß es nicht, also das war einfacher als man denkt. Übrigens, welcome back, wir trinken jetzt ein Päschen. Welcome back, Leute, ne, also, das haben wir früher gerne mal gemacht, wo wir noch draußen waren. Warum geht das nicht raus, die Scheiße, also. Als wir noch schön Naturburschen waren, waren wir schön draußen, Schön mal Natur genießen. Genießen, bis heute, wir dann voll waren, da konnte man nichts mehr genießen. Heute können wir das nicht mehr. Ah, da fährt die Bahn, Baby, wir werden zu alt dafür. Man soll jetzt mit zwei, soll man das... Das nicht kaputt. Ich sehe jetzt schon kaputt gehen. Muss das jetzt nicht einfach drehen? Zapfahren in Richtung Pfeilrichtung ziehen. Zapfahren, von unten greifen und in Pfeilrichtung ziehen. So. Was geht noch weiter? What the fuck? Ah! So. Weil das ist Technik, früher ja, aber so was nicht. Nee, ich verstehe aber ja nicht, wie das Bier da reingekommen ist. Das so. Ist ja überall zu. Ich weiß noch früher, da hat man das mal falsch gemacht, ne? Ist ja nicht erst der Schaum weg? Obwohl, Schaum kann ja unten eigentlich gar nicht sein. Ja, Freunde, ihr müsst euch gleich was erzählen. Aber das kommt, Zeit, kommt Rat. Ja, richtig. Wie ihr seht, hat der Erik auch eine neue Frisur. Yo. Selber mal nach. Hatte ich aber vor, die ersten Eric und Frank TV Videos hatte ich auch die Frisur. Ja, kann sein. Das hatte ich bis vor 4 Jahren hatte ich die Frisur. Und dann bin ich zum Friseur gegangen, aber ich habe gedacht, weißt du was, kaufst du nochmal eine Maschine, machst das nochmal selber, sieht scheiße aus, mache ich nicht mehr. So, jo. Trinkt man Bier? Wir trinken ein Bierchen, ne? Neuer Biertest und ein Fest. Stimmt, wir machen heute natürlich einen Biertest. Und zwar haben wir noch Restbier vom Menis. Und das war einfach so viel, dass wir da 2 Biertests draus machen. Und heute ist halt der 2. Übrigens. Florian freut sich. Grüße gehen raus an Florian. Ach, da muss ich mich ja auch noch. Habe ich ja gesagt, im nächsten Video kommt dann noch was zum Florian. Ah. Aber der Menis hat uns noch was geschenkt. Aha. Der Menis-Penis. Jetzt pass auf. Hier. Ja, ne. Wie kommt man denn auf sowas, ey? Wie geil ist das, ey? Das hätten wir gerade gut gebraucht. Das kannst du natürlich auch nicht bringen, ne? Jetzt gibt's, natürlich, wir müssen noch Werbung dafür machen. Pass auf, Freunde, wir haben da was zu erzählen. Und ich zeige euch das mal, damit ihr seht, warum der Erik so lacht. Hallo! Da. Da ist er. Das ist Menis Penis. Ja, aber wie kommt man auf so eine Idee? Hat er sich das wirklich gehört? Hat er rausgehört, dass ich das mal Menis Penis gesagt habe? Ja, er hat so oft gesagt im Livestream vor allem, glaube ich. Vielen Dank dafür, das ist cool. Das ist cool, ja, echt. Das ist. So, und jetzt haben wir ja einen Penisflaschenöffner. Und wir haben ja schon öfter mal gesagt, wir bräuchten ja eigentlich einen Account, einen Kanal auf YouPorn. Haben wir gemacht. Link ist in der Videobeschreibung. Jo. Schaut da mal vorbei. Einfach mal vorbeigucken. Wir haben jetzt einen YouPorn Eric und Frank TV Kanal. Muss auch mal was Neues, ne? Das haben wir ja gesagt. Aber ich sag mal, wir machen direkt weiter. Genau. Nehmen wir mal hier nach fest. Ja, wir haben die Kamera ein bisschen früher angemacht als sonst. Normalerweise fangen wir mit dem Biertest an, jetzt fangen wir mit dem Vorsaufen an. Einfach auch, weil wir so viel zu sagen haben. Mit dem YouPorn Kanal. Mit dem Penis. Komisch, Bitburger sagen, man soll den Stopfen oben noch nicht aufmachen, damit, wenn kein Bier mehr fließt, man. Aber das wahrscheinlich viel. Fließt direkt am Anfang kein Bier und das heißt, du musst den Stopfen mal auf. Ja. Scheiß da drauf, ey. Früher haben die 5 Euro gekostet, die Fässchen, ne? Das war im Angebot. Aber früher war das doch so, dass man erst. Ich weiß nicht. Dass man erst den Druck ablassen soll. Ja, wenn ja. Kommt drauf. Die verbessern ihre Sachen ja auch immer. Wenn ich jetzt den Stopfen aufmache, kommt doch alles oben raus. Nee, glaube ich nicht. Boah, ich hab voll Aufstoßen vom Sekt, ne? Wir haben eben Sekt getrunken. Ratet mal, für welchen Kanal? Ja. Ist aber eine gute Frage. Wie viele von euch gucken unsere Videos auf dem Handy? Und wenn ja, was soll der Scheiß? Wie viele? Wenn ja, wie viele Videos? YouTube-Videos übers Handy gucken, Leute. Was geht eigentlich? Ja, ab? Das ist. Das geht gar nicht. Da erkennst du doch gar nicht die Feinheiten. Als Filmemacher, ne, ist das eigentlich nur traurig. Boah, ey. Boah. Der Scheiß-Sekt. Ja, Freunde, das ist natürlich Bitburger. Aber ich meine, Bitburger aus dem Fässchen ist noch bekömmlich so für mich. Vor allem, siehst du schon, wie stabil die Krone ist, ne? Stabil. Ja, oder? Das ist echt cool. Mhm. Haben wir früher eigentlich Gläser oder haben wir das aus dem Fass getrunken? Mal aus dem Fass, mal aus dem Glas. So, mal so, mal so. Wahrscheinlich haben wir Becher mitgenommen oder so. Als ob wir Gläser mitgenommen haben. Die sind ja, also sofort kaputt. Da wäre zu kritisch gewesen, hat man Becher.
Oder haben uns das in leere Flaschen reingefüllt. Stimmt, oder? Das kann auch sein. Das halte ich sogar für am wahrscheinlichsten, so doof wie wir sind. Ja, Bitburger aus dem Fass, geht klar. Geht klar, kann man mal machen. 5 Liter am Abend. So ein schöner, gemütlicher Abend halt, ne? Fassbier geht immer klar. Ja. Jedenfalls danke, Menis Penis. Ne? Vielen Dank, Menis Penis, für diesen wunderschönen Flaschenöffner auch. Aber wir... Oh, da sind auch Haare dran. Ja, ja. Ja. Schon gesehen. Ja, Florian. Was denn jetzt? Fällt mir gerade ein. Florian hat ja letztes Mal aus dem letzten Video, vielleicht haben wir das irgendwie so aussehen lassen oder so, aber... dass wir irgendwie schlechte Laune hatten oder ihm gegenüber da was hetzen wollten oder so, wollte man nicht. Also das ist definitiv, hast du in den falschen Rachen bekommen. Ja, geht gar nicht, Mann. Öl deinen Rachen mal ein bisschen mit Bier. Haben wir ja auch schon geklärt. Ist ja alles easy, ne? Du bist immer noch unser Megameister. Ne? Und ist wirklich alles cool, ne? Voll der Stress schon, ey. Ja, locker bleiben, da hast du 3 Abonnenten, da sind die schon hier. Deshalb sage ich ja, weniger Abonnenten. Ey, Florian ist okay. Ja, auf jeden Fall, der soll ja auch bleiben. Aber der Rest nicht. Als wir gesagt haben, wir wollen weniger Abonnenten, hatten wir 777. Wir haben jetzt 782. Was stimmt nicht mit euch? Könnt ihr nicht zählen, oder was? Weniger heißt, die Zahl wird kleiner, nicht größer. Ich hab das waschen, aber eher mal aus. Ja, auswaschen auf jeden Fall. Bitburger halt, ne? Da müssen wir das aber auch schön mit dem Penis aufmachen, ne? Ja, klar. Ja, klar. Gose, der hat eingepackt halt. Weißt du, wie die aussehen? Da haben wir doch schon 12 von getrunken. Ach ja, lieber Menis, pass auf. Es ist ja so. Ich trinke ja, also ich habe mich manchmal nicht unter Kontrolle. Und ich habe alle Biere, die du uns gesendet hast, schon gesoffen. Kein Problem. Und habe die heute im Trinkgut nochmal nachgekauft. Bei dem war ich mir aber nicht sicher. Es ist das Baltic Gose von der Inselbrauerei von Rügen. Ich meine, das wäre das gewesen. Ist ja okay, ich sag da ja nichts. Vor allem trinke ich ja nur die, wo ich auch weiß, dass ich die nochmal kaufen kann. Frank ist der Chef. Pass auf. Ja, und du bist mein Angestellter, oder was? Ja. Ja, okay. Ich kann nicht schneiden. Ne? Aber du kannst Bier trinken und lustige Kommentare abgeben. Das ist viel mehr wert. Jetzt hast du das nicht mit dem Penis aufgemacht, nein, ey. Nein, scheiße. Kann ich kotzen. Dafür machst du das nächste mit dem richtigen Penis auf. Boah. Das ist auch so ein Fetisch bestimmt. Ich habe gar nicht vorgelegt, aber du kannst auch vorlesen, wenn du willst. Oh mein, da steht viel drauf. Deutscher Meister der Biersommeliers. Bierstil, Eigenkreation zur Inselbrauerei, internationale Bierkategorie, ja, Gose. Zutaten, Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Naturhopfen, Hefe, Meersalz. Was? Meersalz, Gewürz, Zucker vollständig vergoren in Flaschenreifung. Traditionelle Methode, ja, kennt man aber von der Inselbrauerei. Obergäriges, seltenes Bier. Gebraut, abgefüllt, flaschengereift in der, Insel Rügen, Inselbrauerei. Kennen wir alles. 6,5%. Ja. Ja, wie soll man jetzt eine Weltkarte beschreiben? Also es ist trocken. Ist doch scheißegal. Trocken. Trocken. Bisschen würzig, fruchtig, weinartig, volle Suppe und sauer. Trinktemperatur 10 Grad. 10, ne? Oh ja. Na gut. Meersalz. Meersalz mit drin, das ist schön. Hatten die Kollegen Köppelzöff hatten ja mal... Die Kollegen Köppelzöff hatten ja mal ein Video mit einem Algenbier. Ja, ja, richtig. Wo die dich auch erwähnt haben und uns. Richtig, genau. Ja, ja, richtig. Grüße gehen raus. Grüße gehen hoch. Immer. Immer. Moin, moin, moin. Wobei ich das gerne probiert hätte, muss man sagen. Ja, ja, klar. Das ist immer was Interessantes so. Auch wenn Bier nicht schmeckt, kann es ja trotzdem interessant sein. Wie beispielsweise... Ja. Bayou-Fato. Ja. Da waren wir einfach so unerfahren. Ich glaube, heute sagen wir einfach, okay, stark Bier, krass. Die Biere von Inselbrauerei von Rügen, die sind ja eigentlich auch nicht wirklich lecker. Die sind halt nur interessant. Ja. Gose. Simon Gose, Johann. Simon Gose. Oh, so ein richtiger dicker, fetter Nebel drin. Ja, und jetzt hab ich jetzt vergessen. Jo, hab ich vergessen. Achso, ich hab den Deckel noch reingeschmissen. Ich hänge was da drin. Ja, schön. Riech mal. Ja. Boah, riecht das fruchtig. Mm. Und dieser Traubenzucker-Scheiße. Warum Traubenzucker? Soll aber nicht so fruchtig sein. Doch, ist doch auf 90% hoch. Ich finde das eigentlich lecker, das Zeug, aber der Traubenzucker darin, what the, warum? Ja, Freunde. Mhm. Was auch sprudelig, ey. Mhm. Richtig spritzig, du. Boah, nach dem Sekt, ne, hätte ich jetzt nicht, ihr hört aber, nicht auf. Aber steht ja auch drauf, weinartig, ne? Ja, stimmt. 100% weinartig. Im Sekt ist ja auch Wein, ne? Oder, ja. Was soll ich denn sagen? Durch den Soda-Stream halt. Ja, ist okay. Sehr fruity. Mhm. Wie viel Prozent hat das? Viel?
7? Nee, nee, 6,5. Ne, ist nicht viel, 6,5. Ich arbeite im Moment bei Niederländern. Ich bin in Holland an Wirke. Aha. In der Niederlands. Niederland. Und mit die Lümotze Blattgalle. Spreche die kein Deutsch? Schwer spreche die Deutsch, aber am besten sprichst du mit denen, wenn du Platt sprichst. Wirklich, das ist kein Scheiß. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Platt verstehen die besser als normales Deutsch. Was? Kiege dich auch. Ich wurde letztens. Wow, ich weiß. Erik nach Hause fahren, ne? Schön über die Grenze rüber und dann kriege ich einen Polizist. Hat's du. Auch nichts dabei, ne? Nein, nein. Diesmal nicht. Du, hier, ich. Hast du da schon die Frisur? Nein, nein. Ja. Ich total den Rappel gekriegt, ne? Und da war richtig, ich will nicht sagen, dass er unfreundlich war, aber der war sehr direkt und konsequent, der Polizist. Er hat gemerkt, dass ich nervös war, ne? Ja. Und der. Ja, ne, mach doch mal den Motor aus, ne? Oder setz zu mir, sprichst du Deutsch? Ich sag ja, stop the engine, please. Ich sag, was? Motor aus? Naja, war alles easy, ne? Ja, sprichst du Deutsch? Ja, stop the engine, please. Gib mir mal deinen Ausweis, Fahrzeug. Der hat sich einen reingetan. Ja, ja. Ausweis, Fahrzeugpapiere, Führerschein, ich den Führerschein, Fahrzeugpapiere. Wo ist dein Ausweis? Ja, hab ich vergessen. War nicht so schön, die Situation mit dem Polizei. Es gibt keine Ausweispflicht. Beziehungsweise, du musst den Ausweis nicht dabei haben. Der war sehr konsequent. Ich glaube, der war auch noch nicht so lange dabei. Naja. Ach so. Jedenfalls, steig mal aus, mach mal hinten auf, dein Ding da, ne? Oh Gott. Ja, die haben Schiss wegen Schlepper oder so, dass ich da hinten da. Ich habe einen geschlossenen Kasten, ne? Dass die dann nachher sagen, wenn man, da hast du hinten Leute drin oder was, ne? Ja, 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 gut. Mach mal hinten auf, ja. Ich habe meine Karre picobello aufgeräumt. Da ist nichts, was rutschen kann. Und dann möchte ich aber mal ein bisschen auf die Ladungssicherung achten. Ja, puh, ja. Ja, bin ich morgens eine Stunde damit beschäftigt, hier einen Spanngurt loszumachen, aber ne, wo lebst du? Genau so hättest du dem das sagen müssen. Ja. Bin ich morgens eine halbe Stunde beschäftigt, die ganzen Spanngurte los, wo lebst du? Fahren Sie mal rechts ran hinter den... Sie Arschloch. Ich kann Ihnen mal meinen Penis zeigen. Nee, war unangenehm, aber... Wie alt war der? Jünger wie ich. Geschätzt. Ach du Scheiße. Ja, 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 aber hat richtig einen auf dicke Hose gemacht. Ich hatte. Klar, ich hatte da einen Nerv, ne? Hat der Uniform, hat er. Ja, da kriegst du automatisch dicke Hosen. Ey, man ist ja dann, man zeigt sich ja auch dann irgendwo ein bisschen kooperativ, ne? Ja. Das Ding ist eben, als der fragt, da haben sie Drogen oder Waffen dabei. Weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann soll, ob das mein Image jetzt schädigt oder was, ne? Nee, alles, was du tust und sagst, schadet deinem Image nicht. Ne? Und haben sie Drogen oder Waffen dabei? Ich sage, ja, Drogen nicht und Waffen auch nicht. Ich habe oben so einen schönen Teleskopschlagstock im Auto liegen. Ne? Und er war so schön durch die Fahrerkabine am Gucken. Ne? Und ich denke so, oh, Junge, wenn der das Ding sieht, ne? Das gibt eine Anzeige. Ne? Das ist Mitführen von Knüppel. Hiebwaffen. Ne? Scheiße. Aber gut, war also Handwerk. Aber das Beste war, ich sage, ich komme gerade von der Baustelle in Holland, ne? Was hat der? Ja, heute schon ein Bierchen genippt oder was? Boah, was für ein Arschloch, ja, ja, ey! Ja, 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 ich sag, oh nein. Gott! Ich sage, nein, aber gleich. Echt? Ja. Nee, nee, aber unfassbar, ey. Ja, war ich direkt jedes Klischee auspacken. Ne? Ich ein Bierchen nimmt. Richtig unangenehm, die Situation. Weißt du, da geht dann die Polizistin mit der ihr dann, wo er mit dann unterwegs war, geht dann mit Ausweis und alles dann Richtung Streifenwagen kontrolliert, ne? Und während der er dann sagt, dann steig ich mal aus, ne? Und der hat gemerkt, dass ich nervös war, ist einfach so, ne? Ja, ja, klar. Und sie kam dann zurück und nickt so zu ihm, dass alles okay ist, ne? Total dumm, ey. Was hältst du von Polizeipornos? Oh, nein, wenn ihr solche Fragen beantwortet haben wollt, schaut doch auf unseren YouTube-Kanal. Top. Mann, bin du gut. Marketing liegt mir. Ach, das war aber ganz bekömmlich. Fand ich jetzt auch dafür, dass da Meersalz drin ist und ja, ja, ja. Würze drin sind, ist so gut lecker. Da muss ich aber sagen, das ist eins der besten von der Inselbrauerei. Die Verpackung muss ja allein schon normalerweise Handarbeit sein. Ne? Da muss da einer sitzen, der die Dinger zurollt und dann oben oder in die andere Richtung so. Oder? Da kann doch keine Maschine so zumachen. Wäre ich nicht sicher. Ich weiß es nicht. Aber es würde mich auch nicht wundern, weil die so viel. Verkaufen die ja nicht, beziehungsweise die Biere sind halt auch relativ teuer. Danke, Menis, dafür, dass du Geld für uns ausgibst. Ja. Darf man nie vergessen. Und hier, Geschenke und Kann ich die Geise ausspülen? Ach, komm, nee, bisschen assi wieder. Bisschen back to the... Ja, der Sekt war keine gute Idee.
Aber wenn wir gute Ideen hätten, wären wir auch nicht Eric und Frank TV. Sag ich so mal so. Was nimmst du jetzt? Sag was. Ich kann noch Porter nehmen. Porter Kürb. Nee, das ist nicht von Menes. Ach so. Nimm das ganz große. Weil das Dunkle sollten wir zum Schluss trinken. Danke. Das sollten wir auf jeden Fall zum Schluss trinken. Dann zum Schluss. Mhm. Der Menes hat mir nämlich eins von meinen Lieblingsbieren geschickt. Finde ich sehr geil. Eins unserer Lieblingsbieren? Ne, eins von meinen. Ob du das magst, weiß ich nicht. Ich kann sagen, Meisels habe ich. Ne, das nicht, das letzte. Das letzte ist eins meiner Lieblingsbiere. Das trinken wir jetzt. Alles gut. Ach so. Oh, wir haben halt beide noch einen stehen. Apropos. Mit der Bitter aufmachen? Mit der Bitter aufmachen. Ans Bitter kein Bitter mehr. Ach, scheiße, vorlesen, ja. Schieter haben drauf. Ja, scheiße. So. Oder wie auch was. Boah, es hat ein Riesenbier, ey. Oh Gott. Jeff's Bavarian Ale. Intensiv und überraschend, typisch und doch ganz anders. Tiefe Cassis-Noten spielen mit orientalischen Gewürzen. Fruchtig-würziger Abgang mit cremiger Perlage. Ein erfrischender Genuss für alle Sinne. 7,1%. Wasser, Weizenmalz und Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Hm? 7,1%, Sekt, 8,1000%. Ja, heute ist übel. Unsere stärkste Liebeserklärung an Bayern. Aha. Boah, die Farbe ist ja wohl geil. Kostet ja Spaß. Was kostet ein Pull? 14 Euro? Nee, 6. Also, okay. Da hatte ich ja mal 3 Stück von inklusive Glas und das war auch dabei und da habe ich 15 Euro für bezahlt. Du hattest in dem letzten Video, was du alleine gedreht hast, hast du doch gesagt, warst du im Real. Ne? Dann hast du auch hast ein paar Bierchen gekauft, hast du 25 Euro auf der Rechnung. Das war krass, ey. Halleluja. So viel hatte ich gar nicht dabei, musst du mit Karte zahlen. Habe ich erstmal große Augen gekriegt. Da hat die Kassiererin auch gewusst, aha, der hat einfach zugegriffen. Ich wollte schon sagen, haben sie irgendwann doppelt? Aber da habe ich mir gedacht, ja, das könnte sein. Ah. Ja, scheiße, ey. Teures Hobby. Auf jeden Fall, also wenn du drauf anlegst, ich glaube, da gibt es keine Grenzen nach oben, biermäßig, ne? Nee, wenn du guckst hier so Franck Ribéry oder was, ne, der sich dann ein vergoldetes Stück, Bier. Ein Stück Fleisch mit 5000 Euro Gold drum machen, das ist ja, ne? Kommt dann auch sofort wieder raus. Ja, was hast du davon? Ja, nix. Sich gut fühlen und reich sein. Na, weil man halt einen kleinen Pitter hat. So und ungefähr. Da kommt noch dazu. Originalgröße. Und dann muss man halt sowas kaufen. Da ist aber ja, schon hoch gemessen. Ja, ja, ich weiß. Fingernägel länger als der Schwanz, Junge. So ist es. Schindy. Aber auch nur... Schindy aus Marzahn. Ja. Schön ist es. Natürlich. Ja, ist, ne? So was möchte man im Sommer... Schön so was möchte man im Sommer. Im Sommer an der Kneipe, in der Einkaufsstraße. Ich habe 7 Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Ich glaube, dann merkt man, ne? 7 Jahre? Keinen einzigen oder mein letzter Urlaub war mit dir auf Mallorca. Das ist scheiße lange her. Ja, war mein letzter Urlaub, wo ich weg war. Lass mal zusammen Urlaub fahren nach Österreich. Da gibt lecker Bier. Können wir machen, egal. Geh mal Lisa besuchen. Ich weiß, dass du das siehst. Naja, aber das ist so ein Bier, da würdest du jetzt gerne so schön in einen, wo die Leute langlaufen, ja, hast eine Kneipe, sitzt schön. Draußen. Es dämmert schon, die Kerzen sind auf dem Tisch auch schon angemacht. Hast schon 3 Kopf. Und der Kellner geht dir schon auf den Sack. Wollen sie nicht endlich mal bezahlen? So viel Geld haben sie doch bestimmt nicht dabei. Und dann sagst du nur, auf den Deckel schreiben. Ja, riecht gut. Es riecht halt stark auch. Man merkt man riecht die 7% raus. Ja. Mag ich eigentlich nicht so. Ich verdünne das gerne, das Bier tatsächlich. Ich sollte das rausschneiden, glaube ich. Aber ja. Mit Wasser ganz normal. Ein Schuss Wasser, ja. Sagt doch keiner was. Nö. Kann ja auch keiner was sagen. Wir sind ja unantastbar. Doch, ja, ist schon relativ stark. Ja, ja, es ist stark. Huh! Meisel and Firms. Und Snims. Geiler Scheiß, ey. Ja, es war echt ein geiles Paket von Menes. Vor allem, weil es so gigantisch war, ne? Da ist so viele Biere drin. Ja, da war ja eine richtige Box, ne? Vor allem, weil das eigentlich ein relativ stiller Zuschauer ist, so. Kommentare schreibt der nicht viel. Nicht viel, ne? So, und nur im Livestream ist er halt immer dabei. Finde ich eigentlich ganz sympathisch, so ein Typ aus dem Hinterhalt. Wenn ihr uns auch was schicken wollt, ne? Ihr wisst Bescheid, schreibt mich auf Facebook an oder bei YouTube, ist eigentlich scheißegal. Und dann gebe ich euch meine E-Mail-Adresse, dann schreiben wir 3-mal hin und her, bis ihr mir auf den Sack geht. Und dann gibt es die Adresse, wo das Bier hingeschickt werden soll. Meine Arbeitsadresse. Aber trotzdem, auch wie in den
alten Videos schon gesagt, es wäre schön, wenn ihr euch so ein bisschen in Grenzen haltet, ne? Auch wegen Portokosten etc. Einfach, das reichen 3-4 Bier oder sowas, das reicht vollkommen. Wir müssen nicht eine halbe Kiste Bier zugeschickt bekommen, oder? Nee, eigentlich nicht. Was liegt aber schlichtweg daran, dass ich gerne einen Biertest in einem Video abschließen will und nicht zwei daraus machen und so. Das ist, fühlt sich einfach komisch an. Ja, auch, ja. Wobei genau, euch das wahrscheinlich völlig egal ist. Wir haben euch trotzdem gern, Leute. Ne? Also trotzdem, trotz allem haben wir euch gern. Trotz den ganzen Fehlern, die ihr habt. Ne? Wie gesagt, Florian, tut mir immer noch leid, aber du sagst es selber, kriegst ja Kind, ne? Ist ja alles. Ist was. Dem geht es durch im Moment. Ja, ja, ist ja nicht schlimm. Wir sind alle voll hier, die Family und so. Da kann man auch mal, da kann man sich auch mal ankeifen. Ja, eben auch mal überlegt, dass Eric noch fängt mit Tisch, aber willst du hier auf dem Tisch legen, das sieht keiner. Ne? Außerdem ist es blöd, wenn man sein Merchandise zeigt und das keiner kaufen kann. 50 Euro habe ich für die zwei T-Shirts bezahlt. Ich schulde, wird keiner so von denen viel, ich schulde Frank so viel Geld, das ist echt der Hammer. Das stimmt ey. Eigentlich, ne? Er kauft immer wieder ein und macht und tut und Eric ist der rum am Witzen ist oder was. Ja, aber Witze ist doch wichtig. Ohne dich wäre die Sendung ja nicht so geil. Ey, auf Witzen war jetzt Satio. Also. Ich bin auch ein bisschen neidisch auf Verwandten, muss man sagen. So ein bisschen zumindest. Wieso? Da sind so viele Mädels, die schreiben dir ja in den Kommentaren. Ne? Richtig heiß, richtig hübsch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Viele, also die mir auch gefallen, die lasse ich ja auch an mich ran. Naja, aber dann nicht wirklich. Wo ich dann denke, ich bin ob der Baustelle. Du musst halt bedenken, die meisten kommen aus Amerika. Und dann schreibst du halt mit denen so, hey, cool und so. So. Eine habe ich auch überredet, dass sie für mich was singt. Was heißt überredet? Die fand das total cool direkt. Ja, weil die meisten kommen halt aus Amerika. Da denkst du auch so, ja, okay. Ja. Die Welt ist eigentlich so klein. Was dauert ein Flug von Amerika bis hier? Meinst du, ich fliege für ein Date nach Amerika? Für 900 Euro? Nee, die nach hier. Ach so, ja, natürlich, stimmt. Klar. Ach, der Eric, ey, der weiß genau, wie das geht. Weiß nicht, 8 Stunden? 10? 12? Was ist das denn? Geh doch klar. Ein Fahrrad machen. Okay, kann. Genau. Mit Elektrofahrrad. Mir steht ein Bitburger fest und wartet auf die Leerung. Erik muss morgen arbeiten, ne? Super. Ja, nicht arbeiten, ich muss mir einfach eine fertig gemachte Baustelle morgen angucken. Kommen. Gut, das kannst du ja auch mit Doppelblick. Boah, das sieht aber gut aus hier. Also. Doppelten Preis berechnen. Passt ja. Das. Passt schon. Gehst du da hin? Warum haben die denn hier alles doppelt gemacht? Hey, die Schienen sind aber teuer, du. Wir haben aber zwei Ecken verbaut hier. Ja. Das ist so geil, ey. So besoffene Handwerker, da kannst du richtig geile Sketche mitmachen. Das funktioniert zwar nur ein, zwei Mal, aber dann haben die Leute halt gelacht. Oh, boah, der Sekt, ey. Mhm. Aber der geht langsam weg. Wie gesagt, im Puff, ne, setzt du dich dann da hin und dann. Ah, ne, ist falscher Kanal. Wenn ihr mehr wissen wollt. Der muss noch stupider werden, der Kanal eigentlich. Oder richtig elegant. Eins von beidem. Ich glaube, du müsstest mit Schneiden viel machen. Ne? Du sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel sagst, Katja Nobili oder... Ja, würde ich auf jeden Fall einblenden, das ist klar. Aber nicht so einblenden, sondern direkt ein Porno einblenden. Ja, ja, klar. Das geht ja auf YouPorn, das ist total geil. Ja, das wird richtig gut. Ja, richtig gut, ey. Wenn das funktioniert, da seht ihr uns auf YouTube nie wieder. Dann gibt es schlaue Pornodialoge. Nicht, warum liegt hier Stroh rum, sondern kannst du mir mal helfen, ein Bier aufzumachen? Und dann holt er seinen Penisflaschenöffner raus und sagt, na klar. Stimmt. Ne? Ich habe auch noch mehr davon. Der ist genauso scheiße. Ist egal. Ach, willst du ein Bit dazwischen schieben? Ja, sehr wohl. Ja, sehr. Also ein lockerer Biertest heute. Oh. Ja, neutralisiert so ein bisschen, ne? Ja, es ist ein bisschen wässrig sogar. Mhm. Krass, aber es liegt jetzt auch in dem super heftigen Bier. Ne? Ja, war schon. Es schmeckt alles wie Wasser. Danach. Haus. Maus. Unten. Käufer. Oben. Haus, Maus. Von links raus. Nach rechts und. Mausefalle. In die Maus. Was machen wir hier? Müssen wir ausspülen, auf jeden Fall für das letzte Bier. Letzte Bier ist besonders mal wieder. Als gar nicht das letzte Bier. Waren ganz viele drin. Echt? Was? Vier? Ja. Was sind da für Bier noch drin? Ach, drei cool. Vier Stück. Langer Biertest. Aber das nächste Bier ist das letzte vom Menis-Paket.
Darum jetzt schon mal danke, Menes. Wir werden das nachher wahrscheinlich noch öfter sagen. Ja, 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 ja. Ich bin am Ransten, ne? Ich glaube ja. Dem bayerischen Reinheitsgebot entsprechend gebrautes. Echt Schlenkerler Rauchbier. Schlenkerler Rauchbier. Schlenkerler, die historische Rauchbierbrauerei. Echt Schlenkerler Rauchbier nach alter Väterbrauch und sittgemäß zum Bamberg gebräut, gekühlt und gelagert in tiefen Bergesschoß ist ein besonder schmackhaft Lebens. What? Ist ein besonder schmackhaft Lebenselixier und kommet in alter würdiger. Nee. Altehrwürdiger Gaststätte schon anno 1405 erwähnt und dermaßen. Ja, wie hieß es noch? Schlenkerler. Schlenkerler benamset. Was? Ja, ja, Pimmel im Ohr. Was? Benamset? Was ist das denn? Zum Ausschank. Benamset. Dieweilen aber das Gebräu beim ersten Trunk etwas fremd schmecken können. Lass dir's nicht verdrießen, denn bald wirst du inhaben, dass der Durst nicht nachlässt, sintermalen dein Wohlbehagen sichtlich zunimmt. Alles klar, ich habe ja nichts verstanden. War, glaube ich, bayerisch. Hier, nimm mal. Jetzt habe ich auch mal die Ehre. Boah, ist das hardcore. Also Prozent und Dings, ne? 8%? Ja, weiß ich auch nicht. 5,1. Das ist okay. Machst du hier. Ah, ist auch nicht was rein mit da. Ah, ne, ist 0,5, stimmt. Ne, jetzt ist. Ist okay. Hallo. Ist okay, Bro. Mann. Ach, es ist gar nicht so dunkel, man kann durchgucken. Ja. Ja. Ist okay. Riech mal dran. Boah. Ist ein alter Fisch drin. Das riecht ja wie eine Makrele, du. Boah. Das ist geil, oder? Boah, das riecht ja wie eine Makrele. Ist da Fisch drin? Nein, das ist Rauch. Das riecht wie geräucherter Schinken. Boah, dann fast noch lieber Sekt als sowas. Ach, was. Ich finde das total geil. Oh, das ist geräuchert? Haben die, ja, den haben die den Malz oder was da drin? Das haben die nicht geräuchert, das haben die verbrannt. Ja, ja. Darum ist daher auch die Farbe. Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hellerbräuer, Trumm. Aber macht dir nichts draus. Köppel 12 fanden das Bier auch scheiße. Ich find's geil. Nee. Ich find's voll geil. Also dann macht das Bier, wenn das schon so schmeckt, dann macht das wenigstens scharf. Ja, oder? Kannst du ja Tabasco reinschütten. Ja, normal, also Bier scharf, nicht. Ja, danach haben wir noch Kirsche. Alter Schwede, schmeckt das Bier scheiße. Wenn es nicht willst, ich kenne da jemanden, der mir das trinkt. Da passt der Song ja, ne? Das schmeckt wie Bacon. Ja, wie, ja, ja. Wie angebratener Bacon. Ja, ja. Sehr lange gebratener Bacon. Genau. Aber voll komisch, wie machen die das denn? Das Malz ist geröstet. Nee, ja, geräuchert. Wie, so, wie? Nicht geröstet, geräuchert. Ja, im Räucherofen von einem Schinkenofen wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Muss ja schon. Hast du geguckt, was die Pulle kostet? Die ist nicht übermäßig teuer, kostet normal viel. Weißt du, hast du in der Metzgerei so einen Räucherofen, da packst du halt dann mal ein Regal Hopfen rein. Ja, und bist dann der Meinung, das ist das Superbier. Und das, boah, nee. Ich meine, an ein paar Schlücken gewöhnt man sich ja dran, aber Alter. Schwede. Man braucht auch ein paar Flaschen sogar. Schlücke reichen da nicht. Jetzt stell mal vor, ein Polizist. Wenn du das warm trinkst, ist krass. Ein Polizist hält dich an und du hast so eine Fahne. Ja, dann denkt er auch, du hast Menschen gefressen. Ja, du bist Armin Meiwes. Ja. Was die Leute sich einfallen lassen, ne? Das Bier ist schon das ist ja, 500 Jahre alt oder so. Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch kein Craft-Bier oder so, ne? Das ist schon. Das ist älter als der Begriff Craft-Bier. Weißt du, wie das schmeckt? Nee. Wie so ein ausgebrannter Ofen. Ja, ja. So, alles so ein richtig Kamin immer. Wurde, wo so ein Kamin, den du jahrelang hast brennen lassen und machst den dann aus. Ja. Wie viele Penisse wird es ihm geben? Penisse-mäßig würde ich dem 0 geben. Das ist total ekelhaft. Oder einen. Vielleicht ein Penis. Ja, Menes, Penis. Damit ist dein Biertest zu Ende. Vielen Dank.
für die vielen Biere. Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Ich weiß nur, dass es irgend so ein Pilz aus der Eifel sehr lecker war. Und ja. Und das hat der Menes da auch reingepackt, das Bier. Du musst uns aber nicht mögen, ey. Du musst mich auch mögen. Ja, hat er auch da reingepackt, die beiden. Und das Gose halt. Ich verstehe eh nicht, was Räuchern bedeutet. Beziehungsweise ich weiß schon, was es bedeutet. Aber ist das nicht total ungesund? Ich weiß nicht. Mein Onkel, der räuchert schon mal Fische. Der hat so eine Tonne. Ja, ja. Mit so Stäben drin. So, das hängt dann halt die ganze Zeit im Rauch. Ja. Also kann ja nicht ungesund sein. Sonst hätte ja schon einer was gesagt. Ja. Oh. Das klang gerade wie Amarok, Zorn des Lammes. Aber es war bloß Werbung. Ich habe lange keine Musik mehr gehört. Shit. Was war das? Schlenkerler Rauchbier. Das war der Biertest vom Menispenis. Schön, danke. Und danke für diesen Öffner. Willst du den behalten? Wenn es denn dann sein muss. Wenn das echt Gold ist, dann gerne. Ja, dann würde ich ihn auch gerne behalten. Aber dann wäre der Flaschenöffner wesentlich schwerer, wenn das echt Gold wäre. Ja, und dann hätte der Menis uns den nicht geschickt. Wahrscheinlich ja. Nicht, ne. Was hat den mal jetzt eigentlich? Motorhead. Motorhead-Bier, Freunde. Lies mal was vor, falls es was vorzulesen gibt. Volle Pullach eigentlich. Soll ich das alles vorlesen jetzt? Nee. 5% voll, Wasser, Gerstenmalz, Weizen, Hopfen. Ja, hier steht halt eine mega dicke Story hinten. Ja, drauf, nee, lass, ey. Motorhead interessiert mich eigentlich auch nicht. Nö, nicht mehr. Die gebe ich auch nicht mehr. Boah, das gibt Hate. Scheiß Motorhead, ey. Viel zu viele Alben. Wie heißt das Bier? Road? American Pale Ale. Nee, Road, da steht doch was. Road Crew. Road Crew. Von Motorhead. Boah. Kannst du Motorhead anmachen? Ja, klar, ist ja moin. Smile Like a Killer. Ja, genau, den traurigsten Song. Smile Like a Killer. Also meiner ist eher der hier. Ja, oder den Song, den jeder kennt. Ja, schön, scheiße, schön. Und weg damit. Will ich nach Pale Ale, Prost. Fuck. Oh, mal Abwechslung. Boah, das war echt heftig, das Ding, ey. Nicht wahr? Das war brutal. Boah, das ist auch heftig. Also das hast du jetzt noch nicht getrunken? Nee, das habe ich im Trinkgut geholt, heute. Ach so, das, ach ja, das ist ja nicht von dem Menis-Penis. Das ist nicht von Menis. Aber du weißt nicht, wie teuer das ist. 3,50. Ich gehe nie wieder einkaufen, ey. Schickt uns mehr Bier, ohne Scheiß. Deutschland im Wohlstand, ey. Ja, wirklich. Ja, YouTube-Money, ne? Fahrwand schmeißt Asche ab, ohne Ende. Das ist ja moin. Da kann ja mal was ausgeben. Das ist lecker. Das ist gut, das, ja, ne? Das schmeckt. Und noch nicht so super bitter. Eigentlich ganz nett. Ja. Ein Küppchen drauf. Küppchen drauf. Ja, ja, dann nehme ich auch eins. Möchtest du auch ein Küppchen? Ja, wenn du schon anbietest. Enter Sandmann. Enter Sandmann. Eingang Sandmann. Und Köppelzef? Boah, das Bier stinkt immer noch bis hier, ey. Boah. Und Köppelzef? Sind gerade momentan fleißig Bier am Brauen, ne? Ja, die wollen uns ja auch was schicken. Ich bin gespannt. Ach so, es wäre nett, wenn ihr uns 2 Flaschen schickt übrigens, ne? Aber es ist euch eine bewusst. Reicht auch, weil es... Ne. Weißt du nicht? Eine reicht nicht. Wir haben aber schon mal Bier gebraut, ne? Oh no. Was jetzt? Ja, nee, nicht extra, ist reingefallen. Ja, dass das nicht extra ist, ist klar. Oh... Wenn du jetzt Motorhead-Fan wärst, würdest du das wechseln. Ja, mache ich jetzt auch. Wirklich? Boah, ja. Das ist doch fies. Asche reinigt den Magen. Bisschen Asche im Bier ist auch okay. Ja. Ist ja nicht das erste Mal auch. Der Beste war, wo du, bei Jochen. Wir sitzen im Garten. Hat ja Vater letztes Mal erzählt, die Story. Wir sitzen am Garten, gab kein Bier mehr, keiner hatte mehr Bier. Ich habe noch ein einziges Bier und das war ein Bitburger Radler. Ja, Schande über unser Haupt. Ein Bitburger Radler und Frank, ja, dann nehme ich den Bitburger Radler, trink da einmal dran. Einmal. Gab keinen Aschenbecher, leider da. Was macht Frank? Ja, du hast nicht da reingeascht, du hast die ganze Kippe da reingeschmissen, ich, ne? Weiß, ja, ich hab da reingeascht. Einmal. Ja, du hast aufgeraucht und dann wäre da Asche drin gewesen, wäre das doch kein Problem. Kann sein, ja. War da drin. Oh Gott, ey. Da hab ich mich schon gewundert, warum kam das Geräusch so früh? Scheiße, die war ja voll. Einmal angenippt.
Ja, kacke. Zack, war die Kippe drin. Scheiße. Wie man einen Abend ruiniert. Ja gut, ein Radler. Aber ja. Wenn hier rein aschst, merkst du gar keinen Unterschied. Aber das war gut, ne? Das Motorhead Bier, das war, sag ich mal, so eine, ja doch, eine 8 von 10. Ja, sag ich mal. Angenehm. Freunde, Porter, Kirsch, Scheiß. Das fruchtige Schwarze. 95% Porter, Brauwasser, Gerstenmalz, Zucker, Kohlensäure, Hopfen, Extrakt, 5% Getränkesirup mit Kirschgeschmack, Zuckerwasser, Säurungsmittel, Zitronensäure, Säureregulator. Boah, ist da viel Zeug drin. Trinatriumcitrat, Aroma, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, ja. Trinatrium, genau. Komm. Aber nicht so wie V Plus und so der ganze Rotz. Ja, wer weiß. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie probiert. Trinken gut gesehen und gedacht, nehmen wir mit. Leute. Was soll man sagen, ne? Ihr guckt unseren Kanal, wir kriegen immer mehr Abonnenten, aber wir wissen nicht, mit den Abonnenten was anzufangen. Das war echt schöner, wo wir noch weniger Abonnenten hatten. Aber da lassen wir uns natürlich nicht von unterkriegen. Was kann man da machen? Gibt es da irgendwie Lösungsvorschläge oder Ansätze? Ansonsten sagen wir einfach, ne? Kanal zu, neuer Kanal. Wäre doch die beste Lösung. Oder? Ein Porterkirsch. Porter. Wenn das nicht rot ist, bin ich enttäuscht. Da ist bestimmt Farbstoff mit drin. Aber vorgelesen jetzt alles, ne? Ja, haben wir. Ja. Ist nicht rot. Okay. Bin enttäuscht. Ich meine, das war auch ein Bier. Ja, ja, das ist nix. Oh, I was my flashing sword. And my hand takes hold in judgment. Ja. I'll take vengeance upon my enemies. Ja, es ist dunkelrot. Echt? Ja, so dunkelbraun mit einem Rotton drin, ne? Ja. Boah. Oh, das riecht nicht gut. Das erinnert mich ein bisschen an Mixery Cola? Nee, das erinnert mich an. Weiß nicht. So ein Mischbier mit Kirsche. Gab's das schon? Nee, ne? Ja, Krieg ist Mischbier mit Kirsche. Ja, stimmt. Ja, es riecht wie ein Krieg eigentlich. Aber ein bisschen älter dabei. Smells like napalm in the morning. Egal. Komm. Okay. Das ist. Och. 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 Mild, also angenehm. Boah, sag her. Klingt gut. 4,2%. Also mit dem Bier hat das nicht viel zu tun, aber es ist irgendwie in Ordnung. Super lecker. Also da würde ich mir mal eine Kiste von gönnen. Eine Kiste? Ne. Doch. Man müsste nur rausfinden, wie viel Zucker da drin ist. Zucker ist immer gut, aber zu viel Zucker dann auch nicht. Aber du hast ja dann die ganzen Biermischgetränke wie V+, Mixery. Was hast du noch? Was gibt es noch? Mixery V Plus Cap Karlsberg war das, ne? Cap ist von Krombacher. Oder Krombacher Mix, Becks gibt auch Mixbiere. Aber die sind alle eben mit 2,5%, weil da so viel Zucker auch mittlerweile drin ist. Ne? Und so wenig Bier. Ja. Aber das hat eben 4,2%, weil da Kirscharoma drin ist. Und wenig Zucker. Da ist 95% Porter drin. Voll lecker. Das ist der Gewinner vom ganzen Abend. What? Habe ich auch schon mal draufgucken, habe ich schon gedacht, ui, der ist lecker. Der kriegt von mir auch direkt die 10 von 10. Das, wow. Voll in die Fresse rein. Weil das fruchtig schwarze, Schwarzbier mit Kirsch. Das normale Porter von dieser Brauerei hat auch Zucker mit drin. Es ist angenehm. Die Kirsche ist nicht so super krass präsent. Nicht so mega aufdringlich, ne? Obwohl. Ja, doch, eigentlich schon, aber ja, lecker. Erstmal schon, aber nachher ist sie weg. Ja, stimmt. Super smooth. Schwarzwälder Kirsch-Torte. Boah, ist das lecker, Alter. Schmeckt wie, Pussywasser. Nicht Wassereis, sondern es gab doch damals diese Lutscher. Genau so schmeckt das auch. Diese ganz kleinen. Mit dem Plastikhütchen oben auf, der man so rausziehen muss. So einen runden. Mit dem Papierstiel. Weiß ich nicht. Ich habe diese ganz, ganz, ganz kleinen im Kopf.
die so einen langen Stiel hatten, der war weiß und oben war so ein ganz kleiner Kirschscheiß drauf. Aber. Ach so, die meinst du? Ja, ja, der hat Fahrer auf dem Beifahrersitz, ja. Ich meine jetzt die Lutscher Bierstiel, die waren ungefähr wie so eine Euro-Münze. Mhm. Auch so breit wie eine Euro-Münze und da oben drauf war so ein Plastik-Viereck. Okay. Musstest du da so rausziehen. So. Die kenne ich bestimmt, aber das sagt mir jetzt nichts. Aber ja, es schmeckt sehr Lutscher-artig. Ja. Alles klar, Leute, der Biertest ist jetzt somit. Ich glaube, der ist vorbei, ja. Es müsste vorbei sein, ja. Wir sind noch erst 2 Stunden dran, hey, Suki. Tja, dann würden wir sagen, Eric und Frank TV sind für heute raus. Vergesst nicht, unseren Newborn-Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Biertest. Eben. Oder Vlog oder wie auch immer. Tschö.